Ja, wir haben durch die Impulse einiges über den Wandel jugendspezifischer Kommunikationskulturen erfahren, auch darüber, warum digitale Medien Lebensgenuss und Suchtmittel für Jugendliche, aber auch Erwachsene sein können. Die zwei Referenten sitzen hier jetzt mit auf dem Panel. Sie haben gleich die Möglichkeit, auch Fragen, die Sie sich notiert haben, zu stellen. Vorab würde ich aber gerne unsere Diskutanten einmal kurz vorstellen. Herr Süß und Herr Krotz, die habe ich eben schon vorgestellt, das würde ich jetzt nicht nochmal wiederholen. Zu meiner rechten Seite habe ich Professorin Dr. Isabel Zorn. Sie ist Professorin für Medienpädagogik am Institut für Medienforschung und Medienpädagogik an der TH Köln, ist dort auch Institutsleiterin. Ihre Schwerpunkte sind digitale Medien, Bildungsfragen und Technologieentwicklung, E-Learning, Robotik und inklusive Medienpädagogik. Zudem ist sie Landesgruppensprecherin NRW der GMK. Herzlich willkommen, Isabella Zorn. Zu meiner linken Seite sitzt Gerda Sieben. Sie ist Erziehungswissenschaftlerin und Kunsttherapeutin, hat die Leitung und Geschäftsführung des JFC Medienzentrum in Köln. Der Name ist auch schon heute gefallen, wird auch einigen bekannt sein. Ist eine Fachstelle für kulturelle Medienbildung in NRW. Sie ist seit mehr als 15 Jahren in der Entwicklung und Initiierung von neuen Methoden der kulturellen Medienbildung aktiv. Auch an Sie herzlich willkommen, Frau Sieben. Links außen sitzt Jürgen Laufer, ist vom Hause aus Soziologe, zudem systemischer Organisations- und Unternehmensberater. Viele werden ihn kennen als Geschäftsführer der GMK-Geschäftsstelle. Herzlich willkommen auch an dich, Jürgen. Ich würde erstmal einige Fragen entgegennehmen, damit, weil es noch, glaube ich, frisch ist, bezüglich der Impulsreferate, die vorhin gegeben wurden von Herr Süß und Herr Krotz. Daher ganz kurz einmal die Wortmeldung, falls es welche gibt. Genau, ich setze jetzt einfach mal voraus, dass es welche gibt. Dafür müsstet ihr einfach ganz kurz die Hand heben. Ich komme mit Mikrofon entgegen. Wir machen so, dass wir ein paar Fragen sammeln, wenn das für Sie okay ist. Ja, dann sammeln wir erstmal ein paar Fragen und dann geben wir die Möglichkeit zu antworten. Mich würde nur eins interessieren, es wird immer wieder von der Begrifflichkeit Internetsucht gesprochen. Eigentlich, soweit ich das weiß, gibt es keine echte pathologische Definition von Internetsucht. Es gibt auch keine Eintragungen in die dementsprechenden Kataloge. Deshalb fände ich es gut, wenn wir auch von den Begrifflichkeiten her sehr trennscharf bleiben, dass Internetsucht als solches nicht lapidar dahergesagt wird. Bis weitere Wortmeldungen oder Nachfragen? Ja, das spricht für das Referat, das war gut. Aber hier vorne, ich glaube, die Sabine. Also zu der Handyabhängigkeit würde ich Herrn Süß noch mal bitten, genau zu analysieren, an welcher Stelle das denn losgeht. Weil ich das manchmal ein bisschen schwer nachvollziehbar finde. Wenn Sie da noch zwei, drei Sachen konkretisieren könnten. Okay, Dankeschön. Ich würde gerne etwas zu einem so als Zwischenton gehörten Kontrast zwischen den beiden Referenten hören. Und zwar so aus dem zweiten Referat, Jugendliche differenzieren ihre Freundschaftskontakte nach medial, non-medial, überhaupt Bedeutung, Unterscheidung von non-medialen und medialen Freizeitaktivitäten. Passt das eigentlich in ein Konzept von Mediatisierung, wo ja viel mehr von einer Durchdringung der beiden Welten, die man eigentlich gar nicht mehr trennen kann, die Rede ist? Wir geben jetzt die Möglichkeit, erstmal vielleicht zu antworten. Ja, also ich steige gern mal ein, eben bei der Frage nach der Terminologie, Internetsucht. Sie haben natürlich völlig recht, eben in den Diagnosemanuals, also ICD-10 oder DSM-5, eben ist Internetsucht nicht offiziell aufgenommen. Also das ist eher etwas, also die einzige Verhaltenssucht im Zusammenhang mit Medien, die quasi jetzt bereits mal aufgenommen wurde, ist Computerspielsucht. Also was vorher schon bestand,
fand, war Spiel, also Glücksspielsucht, eben im Sinne dessen, was man in einem Casino, aber auch in einem Online-Casino spielen könnte, das ist vorhanden. Und was auch diskutiert wird, eben ist zum Beispiel Sexsucht in Bezug auf Pornografie, aber wo man sagen kann, also es geht nicht um Internetsucht, sondern es geht darum, dass dort Pornografie eben sehr leicht zugänglich ist und sich dann das eben zum Suchtverhalten entwickeln kann. Das, was eben zum Beispiel bei Rehbein oder anderen verwendet wurde, das sind quasi Indikatoren, die eben einen Kontrollverlust anzeigen, die aber auch zum Beispiel anzeigen, dass es wegen des exzessiven Mediengebrauchs zu sozialen Konflikten kommt. Also in den Freundschaften, in den Bezugspersonen, in den Familien, dass Menschen auch beginnen, zum Beispiel online zu sein, zu verheimlichen oder versuchen, es quasi ihren Bezugspersonen nicht zu zeigen. Und das sind quasi dieselben Verhaltensmuster, die man auch bei anderen Abhängigkeiten finden kann. Und man kann jetzt sagen, eben, es ist offiziell noch keine klinische Diagnose, aber es gibt bereits Krankenkassen, die für die Behandlung bezahlen. Es gibt Kliniken, die spezialisierte Angebote machen oder auch Ambulatorien. Also es ist quasi phänomenologisch gesehen etwas, wo Menschen mit einem Leidensdruck kommen und sagen, ich möchte da eine Lösung haben, ich möchte eine Unterstützung haben. Darf ich dazu noch zwei kurze Anmerkungen machen zu der Suchtsache? Ich will ja nicht bestreiten, dass Medien Probleme erzeugen können. Aber die Frage ist wirklich, ob der Suchtbegriff der richtige ist. Historisch 1714 sagte Aschaffer irgendwie, dass die Zeitungssucht da ist. Später war es die Lesesucht und dann die Fernsehsucht und sowas. Es sind immer die neuen Medien der damaligen Zeit, die Probleme generieren, weil Medien ja auch einflussreich sind. Sie eröffnen Zugänge zu Wissen, das man früher nicht gehabt hat. Und wenn die Leute, oder auch zu Unterhaltung, es muss ja nicht immer nicht nur Wissen sein oder so etwas. Und dass man das in gesundheitlichen Kategorien bespricht, ist, glaube ich, das Problem. Und da ist die Weltgesundheitsorganisation ja auch etwas problematisch. Deren Gesundheitsdefinition ist, der Mensch ist dann gesund, wenn man von einer Abwesenheit sämtlicher Störungen sprechen kann. Überlegen Sie, was das heißt. Das ist ziemlich viel. Für viele Kinder wäre die Schule sozusagen eine Bedingung, die sie krank macht oder so etwas. Von daher ist es eine Diskussion, in der sich nicht nur, glaube ich, die Sorge um die Kinder ausdrückt oder auch um die Probleme, die daraus entstehen, sondern es drücken sich auch Machtverhältnisse aus. Wer ist zugänglich? Die Krankenkassen bezahlen, die Ärzte, die Psychologen reparieren. So, es ist ein problematischer Bereich und ich glaube, es ist wichtig, dass wir ihn im Auge behalten. Das ist der Punkt, der ich sagen will. Und die andere Frage, zu der ich ja gefragt wurde, natürlich wissen wir alle, dass die Online- und die Offline-Kommunikation einander völlig gegenseitig durchdringen und überlappen und so etwas. Natürlich gibt es Schwerpunkte, was man macht. In den einzelnen sozialen Welten ist es so, in anderen ist es anders. Manchmal finden Sie sogar Religionsgemeinschaften, die unglaublich medial aufgestellt sind. Dazu gehört übrigens auch gerade nun das Christentum als Buchreligion, denn da steht drin, was man zu glauben hat oder so. Andere Religionen funktionieren anders und so etwas. Und es gilt nicht nur für Religionen, sondern es gibt für viele Geschichten. Und klar ist aber, dass wir sozusagen alle, wie wir hier sitzen, von sozialen Interaktionen geprägt sind. Und ich finde diesen Begriff der synthetischen Situation oder der Interaktion mit synthetischer Beteiligung ganz gut, der da von Karin Knorr-Zedina entwickelt worden ist. Das sind einfach andere Punkte dabei und von daher spricht man auch anders oder kommuniziert auch anders. Und es findet sich die Angst zu sagen, irgendwann reden wir alle nur noch über Medizin. Es gibt auch Filme, wir wissen das. Das ist Hör oder so etwas, die Stimme, die einen anzieht oder so etwas. Ich glaube aber auch, dass das alles Formen sind, wo wir als Gesellschaft Formen entwickeln können, wie wir uns darüber
sozusagen verständigen und wie wir das ausbalancieren. Und irgendwann kommen neue Medien, dann werden wir uns plötzlich freuen, wenn die Leute noch im Internet sind. Und so wie wir uns heute freuen, wenn die Kinder noch was lesen, obwohl es früher von einer Lesesucht die Rede war. Und die Aussage, dass es immer gesünder ist, im Wald spazieren zu gehen, die gilt halt wahrscheinlich immer. Aber in dieser Spannung, glaube ich, können wir auch leben. Okay, herzlichen Dank schon mal für die Antwort. Wenn es Fragen zwischendurch gibt, wie gesagt, einfach melden. Ich würde Frau Zorn auch mal vielleicht fragen wollen. Und zwar, wir haben jetzt über die Mediatisierung gesprochen. Ich neige mal dazu, immer zu duzen, weil ich dich auch sonst duze. Wie sieht es denn aus mit der Technisierung? Also du bist ja in dem Bereich ja aktiv, beziehungsweise gehört es auch mit zu deinen Schwerpunkten. Wie sieht es da genau aus mit der Technisierung, wenn man es jetzt vergleicht mit der Mediatisierung? Einer der Vorsprecher hatte ja schon darauf hingewiesen, dass wir eigentlich gar nicht mehr von, oder dass das Wesentliche der Veränderung nicht die Digitalisierung ist, sondern die Algorithmen, die computergesteuerte Verarbeitung von Dingen, die jetzt als Daten vorliegen. Schon die Datenbereitstellung verändert eine Kommunikation, das hat der Herr Krotz auch angesprochen. Und wir haben es jetzt immer mehr zu tun mit Dingen, von denen wir vielleicht gar nicht mehr sicher sagen können, dass sie überhaupt Medien sind. Also beispielsweise Autositze, die sich nach meiner Größe automatisch verstellen, weil sie erkennen, dass ich es bin und nicht jemand anderer, der größer ist als ich. Oder Geräte, die am Cola-Automaten ein Foto von mir machen, das abgleichen mit anderen Fotos, die es von mir auf Facebook gibt, die ich möglicherweise gar nicht selber eingestellt habe, sondern Freunde von mir, die über Gesichtserkennung erkennen, ach, das muss die Frau Professor Zorn sein, die hat sicherlich ein bisschen mehr Geld, der verkauft mir die Colaflasche ein bisschen teurer. Da habe ich in keiner Situation, und das sind ja nur harmlose Beispiele, die dazu führen, dass Informationen über mich, die ich vielleicht gar nicht irgendwo eingestellt habe, verarbeitet und interpretiert werden. Und das sind Dinge, die wir selber gar nicht mehr unter Kontrolle haben, die aber, Internet der Dinge wäre noch so ein Stichpunkt, die unser Leben massiv beeinflussen und die noch etwas weggehen von Medien, die stärker auf der Inhalts- und Verhaltensebene von uns bisher betrachtet wurden. Und diese Dinge in den Blick zu nehmen, was sind Algorithmen, wie funktionieren sie, wie kann man sie verändern, wie kann man sie kritisieren, wie kann man sie lesen, wie können wir überhaupt überprüfen, was jemand programmiert hat und welche Informationen hier zusammengestellt und verarbeitet werden. Das, denke ich, sind Fragen, die uns auch als Medienpädagogen, wenn wir uns dafür entscheiden, diese Medientechnologien und Technologien besonders auch in unser Aufgabenfeld zu übernehmen, die uns in den nächsten Jahrzehnten stark beschäftigen werden. Das wird das Thema unseres nächsten Forums sein. Software Takes Command, jetzt auf der Mitgliederversammlung noch erweitert, auch Hardware. Also da wollen wir uns genau mit beschäftigen, mit den Kommunikationsstrukturen, auch mit quasi Internet der Dinge. Und das schließt ja meines Erachtens auch sehr gut quasi an die Diskussionen auf diesem Forum auch an. Ein Satz dazu. Man kann natürlich überlegen, ob das wirklich unter Medien und Kommunikation fällt. Aber das Prinzip ist doch, dass ich sozusagen nicht mehr selber einen Baum fälle, sondern meinem Roboter sage, er soll das tun. Das heißt, diese sozialen Handlungen, die wir haben, werden zum Teil zerlegt in einen kommunikativen Akt und Maschinen und alle möglichen anderen Geschichten, die das ausführen und am anderen Ende dann möglicherweise auch nochmal mit Leuten kommunizieren oder so etwas. Und insofern ist es halt eine Symbolisierung, die damit verbunden ist. Und ich glaube, das macht eigentlich das aus, was wir unter Medien verstehen. Das ist jetzt eine wissenschaftliche, medienpädagogische Sichtweise, würde ich mal sagen. Das, was du ja auch gesagt hast, Isabel. Ich will vielleicht noch mal kurz einen Schritt nach unten gehen und an Frau Sieben die Frage stellen. Sie sind ja auch beim JFC Medienzentrum ja viel mit Projekten beschäftigt, arbeiten stark auch mit Kindern und Jugendlichen. Wie kann das quasi übersetzt werden für Kinder und Jugendliche? Ich glaube, so brauchen wir da nicht ankommen. Das wird ein bisschen schwierig. Also, oder anders gefragt, wie kann man Kinder und Jugendliche zu dieser Thematik sensibilisieren?
Ja, die Thematik ist natürlich eine sehr große. Ein direkter Zugang, um zu sagen, man möchte Jugendliche für dieses Thema Programmierung und die Schnittstelle zwischen Sensoren, Programmierung und Vernetzung von Medien sensibilisieren. Da helfen sicherlich solche Projekte wie FabLab oder Maker-Angebote. Das machen wir auch schon und stellen eben fest, dass Jugendliche da sehr viel Spaß dran haben und dass das auch aufklärt, weil ich dann eben sehe, wenn ich diesen oder jenen Sensor mit dieser Programmierung verknüpfe, und kann ich das weiterschicken, was in dem Raum passiert ist, und ich kann das kontrollieren oder steuern. Das ist sicherlich eine Ebene, wo ich glaube, auch auf der, im Sinne von erfahrbar machen, kann man da eine Menge tun. In einem anderen Bereich, wo es also darum geht, dass wir im Prinzip in einer digitalisierten Umwelt leben und dass Daten von uns genommen werden, wo, auch da, wo wir das gar nicht bewusst eingeben und das auch nicht mehr bewusst steuern können, da verlassen wir auf jeden Fall das Paradigma einer Medienpädagogik, die sich bis jetzt mit Web 2.0 beschäftigt hat, im Sinne von, wie kann man das kompetent nutzen, dieses Web 2.0. Und ich denke, wir gehen jetzt in einen anderen Bereich über, wo es eben sehr, sehr stark darum geht, wie kann man in einer mediatisierten Umwelt, wo man eben gar nicht alle Parameter selber richtig benutzen kann, wie kann man denn da sicher und gut leben? Und das sind auf jeden Fall Fragestellungen, die auch ganz viel damit zu tun haben, politische Fragen zu stellen und auch Jugendliche an Punkten zu entlasten. Sie können an Punkten nicht dafür verantwortlich gemacht werden, dass sie von irgendeiner Webkamera mit aufgenommen wurden oder am Automaten mitgefilmt wurden oder dass sie wahrscheinlich auch nicht dafür, dass sie auf Facebook sind, weil wenn man nicht auf Facebook ist oder auf vergleichbaren Portalen, hat man sicherlich eine Menge sozialer Probleme. Und diese Güterabwägung, die da passiert, mit Jugendlichen zu diskutieren, ist sicherlich wichtig. Aber ich glaube auch, es ist wichtig, ihnen Wege aufzuzeigen, wie sie sich engagieren können und zu zeigen, dass nicht alles allein vom individuellen Richtigmachen abhängt. Weil ich denke, da betreten wir einen anderen Rahmen. So ähnlich wie man auch vielleicht Umweltprobleme in der ökologischen Umwelt vielleicht mit dazu beitragen, dass die gelöst werden, indem man sich meinetwegen energieeffizient verhält. Aber dennoch heißt eben eine gute Umwelt zu erzeugen, sich gesellschaftlich zu einigen und Prozesse in Gang zu setzen, die das steuern. Und so einen ähnlichen Weg sehe ich auch für die digitalisierte Umwelt, die jetzt sich sozusagen um uns herum bildet. Und da muss auch die Pädagogik entsprechend die Jugendlichen sensibilisieren. Und das ist in der Abstraktheit und in dem weitreichenden Horizont, den das hat, sicherlich eine Herausforderung. Was kann denn überhaupt die Medienpädagogik leisten und was nicht? Also jetzt nicht nur an Sie, sondern auch wirklich in die ganze Runde. Also es sind ja doch eine Menge Aufgaben beziehungsweise auch Herausforderungen. Das ist ja auch das Thema, beziehungsweise eines der Themen, digitale Kommunikation als Herausforderung für Bildung und Pädagogik. Also sprich, was kann die Medienpädagogik leisten und was nicht? Also ich meine, es ist natürlich ein riesiges Thema. Auch Kommunikationskulturen in digitalen Welten ist natürlich auch ein sehr großes Thema. Um das noch größer zu machen, will ich mal Luhmann zitieren, der sagt, jede Kommunikation ist riskant. Und damit brechen wir es auch wieder runter. Und wir müssen natürlich in unseren pädagogischen Aktivitäten auch vielleicht auch ein bisschen kleinere Brötchen backen und sind eben auch in einer Umwelt, wo diejenigen, die Medien verteufeln und die auch digitale Kommunikation verteufeln, eben unheimlich viel Gehör finden und wir eben ganz intensiv auch schon eben seit langer Zeit daran arbeiten, auch Kinder, Jugendliche und Familien zu sensibilisieren und auch die Politik zu sensibilisieren dafür, dass eben die Lebenswelten heutzutage eben digital strukturiert sind und dass Pädagogik heutzutage eben auch nur funktioniert, wenn man die Lebenswelten von denjenigen, mit denen die Pädagogik passiert, auch mit einbezieht. Und was mir jetzt auch aufgefallen ist, wieder jetzt bei Ihrem Vortrag, ich weiß nicht, ob das jetzt die generelle schweizerische Position ist, aber mir ist das in Österreich auch schon mal aufgefallen, dass da schon eine Neigung besteht, das wirklich sehr viel positiver zu sehen. Also ich habe so ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass in Deutschland immer sehr gern so auf die Risiken geguckt wird. Natürlich sind die auch da und natürlich müssen wir uns damit auseinandersetzen. Das heißt, Cybermobbing kriegt man sehr schnell irgendwie Presse oder
Christian Pfeiffer hat jetzt auch schon wieder entdeckt, dass sich die Terroristen angeblich in World of Warcraft oder wo vorher schon qualifiziert haben und ihre Treffen quasi schon im virtuellen Raum geprobt haben. Alles Thesen, die überhaupt nicht belegbar sind, die aber sofort Widerhall finden. Und eine kritische und differenzierte Umgehensweise jetzt mit den digitalen Veränderungen von Gesellschaft und eine entsprechende Reaktion darauf durch entsprechende pädagogische Konzepte, die wir eigentlich in der Breite erproben und versuchen auch eben in Bildungskontexte zu implementieren, die finden eben nicht so leicht Gehör. Aber gerade die Ministerien, die uns unterstützen und auch die Sponsoren zum Beispiel von unserer Tagung, die Einrichtungen, die dabei sind, da gibt es eben auch schon viele Kräfte, die mit uns quasi am selben Strang ziehen. Und ja, denke ich, da können wir auch mit diesem Forum sicher wieder positive Impulse setzen. Da würde ich gerne anschließen. Die kleinen Brötchen würde ich gerne in einem großen Kontext der gesamten Getreideproduktion betrachten. Und die anschließend an Herrn Süß sollte Bio erfolgen. Und das ist, glaube ich, die Thematik, die wir haben. Die einzelnen Nutzerinnen und Nutzer sind immer mehr aufgeklärt darüber, was an Kontrollmechanismen alles dahinter liegt, wenn wir unsere Geräte benutzen und in wie stark wir auch Berechtigungen freigeben und abgehört werden können oder Verbindungsdaten nachgefragt, unsere Orte und so weiter. Das brauchen wir in dem Kontext, glaube ich, nicht alles aufzuführen. Und dennoch bleibt eine große Unsicherheit, selbst bei den aufgeklärten Kritischen, was macht man denn in dem Moment, wo man eine App möchte und dann liest man, oh, das greift aber auf 10 verschiedene Aspekte meines Handys zu, auf meinen Standort, auf meine Kontaktdaten. Blöd. Will ich aber trotzdem. Und andere Alternativen und Handlungsmöglichkeiten sind, glaube ich, wenigen bekannt. Sie sind auch schwer zu finden. Möglicherweise gibt es manchmal auch keine anderen offensichtlichen Handlungsmöglichkeiten. Und ich denke, unsere Aufgabe muss sein, diese Zusammenhänge immer wieder deutlich zu machen. Auch die Zwänge, in denen wir stecken. Wir haben das gestern in der Fachgruppe Netzpolitik auch nochmal ausführlich diskutiert. Es sind Peer-Group-Pressures, es sind Beteiligungswünsche, es sind auch Machtausdrücke von Konzernen, die natürlich genau das wollen, Kommerzialisierung auch von Beziehungen. Darauf hinzuweisen muss das eine sein, aber die Frage ist, wie, ohne diesen pädagogischen, bewahrpädagogischen Zeigefinger zu heben. Und dafür brauchen wir mindestens ein paar Handlungsmöglichkeiten auch, die wir innerhalb der Medienpädagogik entwickeln und kommunizieren sollten. Das könnten zum Beispiel Hinweise darauf sein, wo man sich kritisch über Software informieren kann. Das könnten Hinweise darauf sein, wo man Alternativen zu einzelnen Softwares findet. Das könnten Diskussionen darüber sein, was aktuell zum Beispiel wieder passiert. Wir hatten letzte Woche diesen schrecklichen Anschlag in Paris. Gestern Abend, wenige Tage später, kommt in den Tagesthemen ein Bericht, es habe eine TNS-Umfrage dazu gegeben, dass die Deutschen jetzt zu 67% Freiheitsrechte einbüßen würden, wenn dafür Sicherheit steige. Ich habe versucht, diese Studie, die gestern in den Tagesthemen, man fragt sich, warum wird die zitiert in den Tagesthemen, zu finden. Ich habe sie nicht gefunden. Ich habe eine Studie aktuell vor ein paar Tagen von DNS Infratest gefunden, die die generellen Werte von Deutschen erhebt. Damals gab es den Anschlag aber noch nicht. Und da sind Fragen, wo ich glaube, die Medienpädagogik muss sensibilisieren in der Getreideproduktion. Welche Diskurse, welche Bewegungen, welche Gesetzgebungen müssen wir befürchten? Und wie können wir uns einmischen? Ich habe hier direkt schon zwei Wortmeldungen, bevor ich die Kollegen dran nehme. Nochmal die Bitte an Sie. Ich sehe ja viele Praktiker und auch viele, die in der Medienpädagogik wirklich tätig sind. Ich denke, das ist auch eine Frage für Sie. Genau, da sehe ich schon ein paar Wortmeldungen. Gleich sofort Frau Siemer. Ja, ich würde auf jeden Fall für eine Gleichzeitigkeit der verschiedenen Herangehensweisen im Medienbereich plädieren. Also ich denke, wir müssen aufpassen, dass jetzt sozusagen, es ist super, dass der Umgang mit Programmierung, mit Informatik und auch der Umgang mit dem konstruierenden Medienhandeln jetzt stärker in den Fokus rückt. Und es ist total wichtig, aufzuklären über die Zusammenhänge zu den Fragen, was geschieht mit unseren Daten, wie können wir da eine Kontrolle, eine demokratische Kontrolle irgendwo erreichen. Und gleichzeitig ist es eben auch immer noch wichtig, dass Jugendliche lernen, was ist ein guter Film,
wie mache ich ein gutes Bild, dass sie lernen, was steckt eigentlich in einem Bild, oder dass sie sich medienkritisch verhalten können, indem sie zum Beispiel eine Debatte, wie wir sie jetzt führen, über Gewalt oder um den Preis, wie viel Kontrolle wollen wir preisgeben, um Sicherheit zu haben. Wie wird das auch medial vermittelt, solche Fragen? Wie wird das Thema Flüchtlinge medial vermittelt? Ich denke, auch solche eigentlich klassischen Medien, kritischen Themen sind immer noch genauso wichtig und laufen quasi parallel. Und ich glaube, dass man an vielen Punkten auch Fantasie entwickeln kann, auch gemeinsam mit Jugendlichen, indem das auch verbunden wird, also indem man meinetwegen einen Film macht über Big Data oder junge Flüchtlinge an einer Radiosendung beteiligt. Also ich glaube, dass wir uns da nicht verrückt machen sollten, sondern die Dinge zusammenbringen sollten auf eine kreative Art und Weise. Und dass wir aber auch Partner brauchen, eben in der politischen Bildung und in der Informatik, wo ich glaube, da macht es auch Sinn, wieder mehr die Fühler auszustrecken und die Medienpädagogik ein bisschen politischer vielleicht zu sehen, als wir das vielleicht in den letzten Jahren getan haben, wo wir uns sehr stark eben mit der aktiven und der kreativen Nutzung beschäftigt haben. Ja, da würde ich gerne noch einen kleinen Zusatz machen. Ich glaube, dass Ihre Arbeit unglaublich wichtig ist, gerade wo die Schulen und alle möglichen Institutionen mit Medienkompetenz nicht so besonders viel am Hut haben, soweit ich das beurteilen kann. Aber wichtig ist auch zu sehen, dass Medienkompetenz eine gesellschaftliche Dimension hat. Das heißt also, es geht um die Frage, ist unsere Gesellschaft eigentlich medienkompetent? Und zwar nicht auf der Ebene von Reflexion der Einzelnen, sondern als Ganze. Und dahinter steht die Frage, Mediatisierung oder auch Digitalisierung oder was immer Ihr Wort dafür ist, für mich ist es Mediatisierung, ist kein, um es sozusagen, naturwüchsiger Prozess, sondern es ist einer, der beruht auf Aushandlungen in einer demokratischen Gesellschaft. Nehmen Sie das Beispiel Netzneutralität, das in den USA im Moment anders entschieden wird als in Deutschland oder in Europa. Erstaunlicherweise sind in diesem Fall die Amerikaner auf der besseren Seite, um es mehr biomäßig zu machen, wenn ich das mal so sagen darf. In anderen Punkten sind die Europäer besser dran. Was wir aber daraus lernen können, ist, es ist eine Verhandlungssache. Die Medienentwicklung wird von Menschen gemacht, von uns allen und sowas. Und die Menschen haben aber in dieser Gesellschaft keine Vertretung, was ihre Mediengeschichten angeht. Es gibt die Industrieverbände, die Techniker, die Fernsehanstalten, alle die mauscheln mit, wenn es um solche Fragen geht. Und mauscheln nicht nur, so ist das nicht gemeint, aber sie sind alle dabei. Aber es gibt keine Publikumsvertretung, es gibt keine Stiftung Medientest, es gibt all diese zivilgesellschaftlichen Institutionen nicht, die uns als normale Nutzer vertreten. Und da gibt es eine Menge Defizite, über die man immer wieder auch reden muss und wo, glaube ich, auch Ihre Arbeit wichtig ist, um das mit ins Bewusstsein zu heben. Woran liegt das? Woran liegt das? Also haben Sie da vielleicht eine Antwort drauf? Nein, Stiftung Software-Test wäre zu gründen. Das ist ja eine alte Diskussion mit Stiftung Medientest. In den 90er Jahren gab es diese Diskussion schon mal. Es gibt weder eine Vertretung, noch gibt es irgendwo einen Ombudsmann, bei dem man sich beschweren kann, wenn die Telekom oder sonst irgendeine Einrichtung reinlegt, weil sie die Kündigung nicht annimmt oder irgendeinem Mist verkauft, den man nicht haben will oder gar nicht haben will. Und es gibt auch niemanden, der sozusagen wirklich testet, was passiert. Diese drei Sachen sind einfach offen in der Gesellschaft und für die haben wir keine Institutionen. Mit der These immer wieder, ja, erstens haben wir ja die Landesmedienanstalten und die öffentlich-rechtlichen Rundfunkveranstalter und da sind ja die gesellschaftlichen Gruppen vertreten, was in gewisser Weise auch stimmt, nur sind es möglicherweise nicht mehr die gesellschaftlichen Gruppen, die wirklich im Moment den Überblick haben, was auf der Ebene der digitalen Entwicklung stattfindet. Und zum Zweiten, ich glaube, wenn Demokratie, dann muss es auch ganz klare Positionsgruppen geben, so wie die Gewerkschaften und die Unternehmer, muss es eben zu den Anbietern und zu den Nutzern auch Gruppen geben. Und das hat sich irgendwie aber
noch nicht durchgesetzt, aber wäre eine wichtige Aufgabe. Ja, ich wollte dann nur noch mal kurz den Begriff auch dazu fügen. Also wenn Sie sagen, ist unsere Gesellschaft medienkompetent, dann muss ja der Begriff, den Sie gerade vorhin selbst genutzt hatten, Kommerzialisierung dann natürlich auch eine große Rolle spielen. Unsere Demokratie ist, denke ich, auch bedroht durch Prozesse, die auch mit Digitalisierung zusammenhängen, mit Überwachung und Vorratsdatenspeicherung und die Bewegungsfreiheit jedes einzelnen Bürgers oder Entscheidungsfreiheit ist natürlich auch durch die fortschreitende Kommerzialisierung auch weiter eingeschränkt. Also das heißt, eine Gesellschaft, wer ist die Gesellschaft, wie setzt sie sich zusammen, welche Interessen dominieren eigentlich die Gesellschaft und was wäre eine medienkompetente Gesellschaft, welche Interessen sind dann letztendlich doch die Interessen, die sich durchsetzen? Einige Wortmeldungen gesehen, da hinten ist... Sie kommt mir schon entgegen, ist auch nett. Mir ist der Satz von Sharon Lanier eingefallen. Du bist nicht der Kunde der Internetkonzerne, sondern du bist ihr Produkt. Und ich glaube, wir müssen genau diesen Denkprozess, dieses Umdrehen im Kopf, das müssen wir in Bezug auf die Thematik, die wir im Moment verhandeln, glaube ich, auch machen. Der Medienbegriff ist, glaube ich, problematisch. Wenn wir von einem Medienbegriff der Vergangenheit ausgehen, da waren das Symbolsysteme und wir hatten ein Subjekt, was mit diesen Medien umgeht und symbolisch irgendetwas wahrnimmt oder produziert. Wir haben es aber momentan nicht mit diesen Medien in der Form zu tun, sondern Big Data, die Big Data-Konzerne, die behandeln uns nicht als Menschen, die mit Medien umgehen, sondern die behandeln uns als Sensoren. Die denken also schon mal ganz anders. Ich habe gerade heute in der Zeitung gelesen, ich glaube 150 Milliarden Sensoren sind im Moment mit dieser Industrie 4.0 am Werk. Und für die Konzerne ist es natürlich alles, sind es natürlich alles Eingaben, die ihr Wissen, ihr Detailwissen über die Welt verbreitern. Und damit unser Verhalten prognostisch, also die können das prognostisch auswerten. Was ich sagen will, unser alter Medienbegriff, ist, glaube ich, den Herausforderungen von Big Data, über die verhandeln wir ja, nicht mehr angemessen. Und ich glaube auch, der Subjektbegriff, von dem die Medienpädagogik immer ausgegangen ist, muss man auch nochmal auf die Probe stellen. Wenn wir eine Kommunikationssituation haben, wie sie Herr Grotz geschildert hat, wo in alle Kommunikation sich ein Mittler reinklingt, der absaugt oder manipuliert, dann haben wir keine authentische Situation mehr. Und die Idee für die, nur einen Gedanken noch in Bezug auf die Pädagogik, die Selbstwirksamkeit war nie so ein großes Thema in der Medienpädagogik. Aber ich glaube, wir sind uns einig über 20 oder 30 Jahre, dass Medienpädagogik auch etwas damit zu tun hat, dass sich Jugendliche als selbstwirksam erleben können sollen. Und ich habe gerade heute oder gestern in Gesprächen erlebt, Anonymous kündigt einen Angriff auf die Terroristen an. Und da jubeln die Leute. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, wo man sagen kann, da kann man was tun. Wenn wir den Jugendlichen erzählen, wie schwierig und problematisch das alles ist, dann werden wir sie nicht im positiven Sinn in eine medienpädagogische Zukunft führen können. Wir müssen ihnen tatsächlich Punkte zeigen, wo sie ihre Selbstwirksamkeit erleben können. Sonst führt es alles in eine Depression. Da waren einige Bereiche, ich glaube, aus denen man auch die Frage formulieren kann. Jetzt noch mal ganz kurz einmal, ich brauche den Überblick noch mal ganz, die Hand heben diejenigen, die fragen wollen, die Meldung, und dann ich komme auf Sie zu. Wir sammeln erstmal wieder. Wir sind ja bei Herausforderungen. Und ich war am Montag auf dem Bundeskongress Konfrontative Pädagogik. Da ging es um den virtuellen Raum und Herr Süß hat netterweise gesagt, ja, wir müssen diesen Handlungsraum gestalten. Am Montag hieß es, die Deutungshoheit wieder gewinnen. Und wenn ich hier einen Flyer habe, sind Mobber cool und es steht da, Mobbing ist Gewalt, dann frage ich mich natürlich, ob wir als Pädagogen im Moment noch darin hängen, aufzufordern, verantwortungsvoll damit umzugehen, aber letztlich, wenn es nebendran läuft, gar nichts entgegensetzen. Das heißt, wie gelingt es uns in den nächsten Jahren,
neben Aufklärung, neben ganz vielen tollen Broschüren, neben Beratungsangeboten, wirklich in diesen Raum pädagogisch einzusteigen. Sprich, wir übertragen es mal von Realwelten in virtuelle Welten, aufsuchende Jugendarbeit im Netz, konfrontative Pädagogik in den Stream reinzugehen und Mobber wirklich zu konfrontieren und sie zu knacken? Ist das die Frage? Gehen wir da hin? Können wir das anonymisieren? Können wir solche Streams vielleicht sogar interessant gestalten? Also für mich ist die Frage, wo liegen da die Herausforderungen? Ja. Dankeschön. Vielleicht nehmen wir zwei Fragen noch entgegen, damit die auch die Möglichkeit haben zu antworten. Also ich glaube, wenn man sich überlegt, dass die Krux liegt vielleicht auch darin, dass man sich überlegt, dass die Medienpädagogik vielleicht eine Handlungswissenschaft ist oder was beim Individuum ansetzt. Und auf der anderen Seite sind Medien, man spricht ja auch von Mediensystemen und Medienstrukturen. Also das ist halt diese gute alte Dualität, die es da gibt. Also das Individuum auf der einen Seite, woran die Medienpädagogik oft ansetzt, so wie ich es verstehe, und auf der anderen Seite eben Mediensysteme und Medienstrukturen, über die man dann eben auch nachdenken muss. Denn die beiden, also da gibt es dann eben einen Bruch. Irgendwo zwischendrin. Ja, bei der vorletzten Frage gerade fiel das Stichwort Verantwortung. Ich denke, das ist ein ganz zentraler Punkt. Was ich mich frage, ist, den meisten Leuten sind Dinge aus der Anfangszeit der Internetkommunikation wie Netiquette, Chatiquette überhaupt kein Begriff. Das Internet gibt sich Regeln, hat sich diese gegeben, die Leute kennen das nur nicht. Genau das gleiche Problem haben wir heute, wenn wir eine App installieren und die AGBs nicht lesen. Und Verantwortungsbewusstsein ist ja auch etwas, das man vorleben muss. Ich glaube, jeder, der in sich geht und sich fragt, ob er selbst mit dem Internet und den digitalen Medien verantwortungsvoll gegenüber sich selbst und verantwortungsvoll gegenüber Dritten, denn Verantwortung für sich selbst zu übernehmen, heißt ja auch Verantwortung gegenüber Dritten zu übernehmen, indem man etwas vorlebt. Ist das vielleicht ein Problem, das dem Ganzen irgendwie auch übergeordnet ist? Danke soweit für die Fragen. Jetzt gucke ich auf das Podium. Wer würde gerne als erstes antworten? Ich nehme gerne mal einzelne Punkte auf. Eben das Thema Mobbing, Cybermobbing und wie man da sich verhalten soll. Es schließt auch an die Frage, wo sind die Grenzen der Medienpädagogik? Also ich glaube, wenn wir sagen, ja, das Thema müssen wir als Medienpädagogen in den Griff bekommen und quasi aus berufsstandespolitischen Punkten heraus sagen wir, das können wir auch, wir brauchen niemand anders dazu, dann wäre das sicher falsch. Sondern zum Beispiel so eine Frage müsste man einbetten in ein Konzept Schulkulturentwicklung, Just Community, beispielsweise eben fairen Respekt vollen Umgang miteinander zu fördern und in diesem Kontext dann auch zu fragen, ja, was tun wir eigentlich, wenn wir so etwas merken, wenn so etwas stattfindet? Also ich glaube, das wäre ein Ansatzpunkt, also auch in den Dialog zu kommen. Es braucht quasi einen Kontext, man kann es nicht nur isolieren, eben, dass man sich medienpädagogisch mit Cybermobbing befassen würde. Genauso wie zum Beispiel die Pornografie eben müsste eingebettet sein in die Auseinandersetzung mit sexueller Sozialisation und Erziehung und Auseinandersetzung mit Partnerschaften, aber dann spezifisch auch die Frage, was ist jetzt, also wie kommt Sexualität in der Pornografie zum Ausdruck? Das wäre quasi dann das Spezifische auch der Medienpädagogik, was sie da beisteuern kann. Also das mal als eine Reaktion auch auf Ihre Frage. Oder Ihre Anregung. Vielen Dank für das Mikrofon. Leider habe ich keine Antwort auf die Frage. Ich weiß also nicht, ich glaube, die Medienpädagogik ist wichtig. Ich glaube auch, es ist wichtig, dass wir über den Medienbegriff nachdenken. Deswegen habe ich ja versucht zu sagen, früher hatten wir ein System aus Einzelmedien, jetzt haben wir eine digitale computergesteuerte Infrastruktur und jedes Medium verschwindet irgendwie und wird letztlich zu irgendeiner Software oder noch hardwaregestützten spezifischen Software irgendwann, wenn die Entwicklung so weitergeht. Das sind dann ganz andere Medien und jeder, der gut programmieren kann, kann uns dann noch ein Medium aufs Auge drücken. Was ich nicht glaube, ist, dass es mit dem Vorbild so gut funktioniert. Das wäre toll, wenn es funktionieren würde. Aber wenn Sie wirklich alle rechtlichen kleingedruckten Sachen lesen, bevor sie eine Reise buchen, dann buchen sie eine Reise am Tag.
Und das funktioniert nicht. Das heißt also, wir müssen auch einen Rahmen haben. Ich glaube, es liegt an dem Rahmen. Die Gesellschaft ist zu überfordert, die Politiker sind überfordert. Wir alle sind auch irgendwie überfordert. Nichts funktioniert richtig. Wir kriegen 67 Korrekturen von Programmen jeden Tag. Und entweder wir lassen das automatisch laufen, was gefährlich ist, oder wir sagen jedes Mal, nee, jetzt gerade nicht. Dann haben wir aber 50 Dinger, die da angespeichert sind und die alle 3 Minuten sagen, darf ich denn jetzt und so. Also von daher auch die vielen Möglichkeiten, die wir haben, die wo uns dann diese Landkarte fragt, darf ich jetzt Ihren Standort benutzen und wenn nein, warum nicht und können Sie uns mal jetzt positiv bewerten oder wenn wir all dieses erfüllen, ich glaube, es geht gar nicht. Wir brauchen einen anderen Rahmen und dafür müssen wir kämpfen, aber der Rahmen ersetzt natürlich nicht das, was Sie machen, sozusagen ganz konkret auf der praktischen Ebene mit den Kindern, Jugendlichen darüber zu arbeiten. Und zwar in der Tat natürlich Pornografie nicht nur im Netz, sondern was ist die Sexualität, was ist Partnerschaft? In diesem Rahmen muss das finden. Von daher wird sich ja wahrscheinlich irgendwann auch die klassischen Bildungseinrichtungen mal anfangen müssen, mit solchen Fragen zu beschäftigen. Ich habe ein paar Stichworte notiert zu diesen sehr spannenden und umfangreichen Fragen. Einmal Verantwortung vorleben, das war die letzte Frage. Da wird es schon schwierig, Sie hatten es eben auch angesprochen, wenn beispielsweise ich mir eine App installiere und die automatisch meine Kontaktbuchadressen weiter übermittelt. Und ich wusste das nicht, weil ich keinen Weg hatte, mich vorher darüber zu informieren. Dann habe ich mich gegenüber meinen Freunden schon schuldig gemacht, ohne Möglichkeiten zu haben, das vorher kontrollieren zu können. Hier braucht es Möglichkeiten, dass man Wege findet, wo Information stattfinden kann und dass allen Menschen diese Informationsmöglichkeiten auch bekannt sind, wenn sie nutzen wollen. Frage nach Subjektwerdung, brauchen wir da andere Begriffe? Der Evgeny Morozov hat einen spannenden Artikel geschrieben in der BPB-Publikation über Emotional Engineering und Personalization Engineering im Zusammenhang mit den Personalisierungstools. Und weist unter anderem darauf hin, dass er glaubt, weniger dieses doch, du hast was zu verbergen, sollte der Tenor sein, weil das zieht nicht bei Menschen, die gerne Apps nutzen wollen und die es auch genießen, vielleicht in Kontakt und in Überwachung zu sein, sondern eher der Hinweis darauf, dass wir nicht mehr werden können, was wir alles werden könnten, wenn wir nicht über Personalisierungstools nur noch in die Richtung bewegt werden, in der wir uns vielleicht im Moment befinden. Also darüber, dass meine Spuren ausgelesen werden, wird mir ja, wenn ich zum Beispiel über Islam suche, bestimmte kulturelle Angebote zum Islam angezeigt, während vielleicht jemandem anderen aufgrund seiner Datenspuren vielleicht eher islamistische Organisationen gezeigt werden und wir beide denken, wir wüssten, was mit Islam zu tun hat. Und dabei werden wir in ganz unterschiedliche Richtungen gedrängt. Eher Menschen darauf hinweisen, dass sie das Recht zur Subjektwerdung behalten sollten und alles werden können sollten, was sie heute, morgen und vielleicht auch noch in 30 Jahren denken und werden wollten. Diese provokative Frage sollten wir auch vielleicht provokative Videos erstellen. Für Jugendliche ist YouTube die Suchmaschine Nummer 1. Ich denke, wir werden nicht darum umhinkommen, Informationsrecherche auch dort zu bedienen mit Informationen, wo Jugendliche suchen. Und das kann auch in provokativen, spannenden, vernetzten YouTube-Videos sein. Und vielleicht noch als Abschluss, viele amerikanische Firmen finden den deutschen Markt schwierig. Vielleicht muss das Ziel sein, dass hier es tatsächlich schwierig ist, Datenschutz zu umgehen, weil Deutsche auch von Medienpädagoginnen und Medienpädagogen darin geübt wurden, kritisch zu denken und nicht alles zu akzeptieren, sondern auch Nein zu sagen. Herzlichen Dank. Ja, ich glaube, dass ich denke auch, dass Medienpädagogik das alleine alles nicht bedienen kann, aber dass sie auf jeden Fall aufklären kann, dass sie Alternativen aufzeigen kann, dass sie Jugendlichen zeigen kann, was Informatik auch im Prinzip zumindest sein kann und dass sie sozusagen auch an der Seite der Jugendlichen ist.
Ich denke, wir haben es hier aber auch eben mit einem Verhältnis zu tun, wo sozusagen die Subjekte der Nutzer auf der einen Seite in einer verhältnismäßig, zumindest individuell gesehen, in einer sehr schwachen Position sind. Es gibt an vielen Punkten keine Alternativen oder kaum Alternativen. Und die Frage, wer denkt sich Algorithmen aus, um zu welchen Zwecken, die Personen oder die Gruppen, die das machen, sind kaum benennbar, kaum erreichbar. Das ist alles noch sehr anonym und sehr international auch. Und da glaube ich auch, dass da im gewissen Sinn natürlich die Reichweite der Medienpädagogik längst überschritten ist, aber dass es eine politische Frage ist, sich damit zu beschäftigen und dass Medienpädagogik das auch benennen darf und soll. Ich möchte direkt anschließen, und zwar möchte ich nochmal ein bisschen weg von diesem Big Data und Überwachungsstaat und nochmal hinweisen auf die vielen Methoden, die eigentlich Medienpädagogen in den letzten Jahren auch schon entwickelt haben, gerade mit digitalen Medien. Das aktuellste Beispiel, das mir jetzt gerade so im Kopf ist, ist eben unsere neu genannte Fachgruppe Netzpolitik, die jetzt auf ihrem Treffen gestern eine ganze Reihe von Methoden zusammengetragen hat, die sich ganz besonders gut eignen im Kontext von Arbeit mit Flüchtlingen. Also das eben nicht nur auf Kinder und Jugendliche bezogen, sondern auf den gesamten Kontext von den Familien, von denen die kommen. Ich denke, wir werden es nicht schaffen, als Medienpädagogen quasi die Gegenöffentlichkeit zu sein, gegen die großen Konzerne oder gegen den Staat, der jetzt auch seine Geheimdienste aufrüstet. Aber ich glaube, dass wir im Kontext von Bildung und von Pädagogik eigentlich ganz viele tolle kreative Ansätze haben, die wir auch weiter ausbauen sollten, verfolgen sollten. Und als GMK, denke ich, als Fachverband dafür, werden wir auch dafür sorgen, dass wir dafür eine Öffentlichkeit herstellen. Die Aufmerksamen unter Ihnen werden es gemerkt haben. Die Antwortrunde habe ich genutzt als Abschlussrunde. Herzlichen Dank an das Podium. Herzlichen Dank auch an Sie, dass Sie die Fragen gestellt haben. Herzlichen Dank.